Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein neues Serien-Intros-Erraten-Video für euch. Der liebe Michael hat mir mal wieder ein paar Intros geschickt, die ich jetzt gleich öffne bzw. mir anhöre und dann versuche zu erraten. Übrigens danke an dich, Michael. Der ist so gefühlt wie bei Cosmo und Wanda, die helfenden Elfen. Er schickt mir immer die ganzen Serien-Intros und Outros und hilft mir dabei. Also richtig cool. Vielen lieben Dank nochmal. Ja, dann werden wir mal schauen, ob ich da viele errate. Ihr müsst auf jeden Fall auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so erraten habt. Und dann würde ich sagen, wir starten mal direkt. Und wir starten mit dem ersten Intro. Okay, ich glaube, ich weiß es. Ja, ich weiß es. Ich tippe mal ganz stark auf 90210 oder Beverly Hills 90210. Also eins der beiden auf jeden Fall, aber die haben ja die gleiche Melodie. Ich weiß nur nicht, welches halt das dann davon ist. Wir gucken mal die Lösung an. Ja, das Neue. Ja, sehr cool. Ich habe es sehr geliebt. Also 90210 fand ich richtig, richtig cool damals. Dann kommen wir zum nächsten Intro. Das kommt mir bekannt vor. Hä? Okay, oder so gar nicht. Hä? Nee, ich hab gar keine Ahnung. Okay, ich stopp mal und schau mir jetzt mal die Lösung an. Was? The Carrie Diaries! Oh mein Gott! Ich habe die Serie erstens geliebt, aber es ist halt schon so lange her. Ja, es war so 2012 oder sowas. Oder 13, ich bin mir nicht ganz sicher, aber oh mein Gott, ich habe die Serie so geliebt und krass, dass ich mich nicht mehr an das Intro erinnere. Also beziehungsweise es kam mir ja bekannt vor, aber crazy. Was ist das denn? Oh mein Gott, das kenne ich nicht. Oder? Ich habe keine Ahnung. Also es kommt mir, irgendwie kommt es mir bekannt vor, aber ich habe gar keine Ahnung, was es ist. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, ich gucke mir die Lösung an. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, Leute. The Lying Game, stimmt. Oh, aber das ist ja auch ewig her. Ich kann mich nicht mal mehr an die Serie richtig krass erinnern. Geschweige denn das Intro. Was? Okay, gar keine Ahnung. Okay, ich bin diese Runde, also bin ich ja echt schlecht, ne? Was anderes kann man auch nicht sagen. Ich gucke mir mal die Lösung an. Privileged? Was ist das denn? Das kenne ich überhaupt nicht. Was ist das für eine Serie? Ich kenne die Serie gar nicht. Wow. Kennt ihr die Serie? Könnt ihr mir die empfehlen? Ist die cool? Also ich habe von der Serie, also oder sie heißt vielleicht irgendwie im Deutschen anders und ich habe sie überhaupt nicht auf dem Schirm oder so. Keine Ahnung, aber ich kenne die gar nicht. Krass. Moment, das kommt mir bekannt vor. Doch, das weiß ich. Das weiß ich ziemlich sicher. Ich glaube, es ist Jane by Design. Ich habe da früher mal so ein, zwei, drei Episoden mal geschaut. Ich glaube, das müsste das sein. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so irgendwas noch im Kopf, weil ich das Lied nämlich ganz cool fand. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, ob das Ganze stimmt. Oh mein Gott, yes! Wenigstens etwas Richtiges. Doch, die Serie war eigentlich auch echt cool. Also ich habe, wie gesagt, nur ein paar Episoden geschaut, aber ich fand's eigentlich echt eine coole Sache. Was ist das? Okay, noch nie gehört, habe ich das Gefühl. Bestimmt ist wieder irgendeine Serie, die ich dann voll gefeiert habe als Jugendliche oder so. Moment. The Nine Lives of Chloe King. Krass, nee. Habe ich nie gesehen? Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Crazy. Habt ihr die Serie gesehen? Könnt ihr mir die empfehlen? Haut mal gerne raus. Was ist das? Oh, Moment. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, ich weiß es.
glaube, ich weiß es, oder? Also, okay, ich stopp jetzt mal. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, aber ich bin noch am Schwanken. Ich könnte mir vorstellen, dass es Smallville ist. Ich glaube, ich habe irgendwie so eine Melodie bei Smallville im Hinterkopf gehabt, aber es kann auch sein, dass ich jetzt komplett falsch liege. Wir gucken jetzt auch mal die Lösung an. Und es ist Smallville. Oh yeah, richtig cool. Wenigstens habe ich mich hier meine Ehre noch ein bisschen gerettet, würde ich sagen. Es war nicht ganz einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Es waren Teenie-Serien, die ich teilweise gar nicht kannte oder die ich teilweise so vor Jahren geschaut habe und mich irgendwie so gar nicht mehr dran erinnern kann. Ja, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie viele ihr wusstet. Das würde mich mega interessieren. Und wenn ihr neu hier seid, abonniert diesen Kanal sehr, sehr gerne für regelmäßige Videos zu Serien, zu Büchern und zu Filmen. Und folgt mir auch gerne auf Instagram, da bin ich sehr aktiv. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns mal wieder und ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Tschüss!